Hi Bronxies, wir sind gerade auf dem Festival in München, Rolling Loud, am letzten Abend. Wir warten auf Travis Scott, wir sind richtig heiß. Danach geht es direkt weiter ins Hotel, wir haben keinen Schlaf, weil morgen geht unser Flieger um 6.30 Uhr nach Berlin und dann sind wir auf der Fashion Week. I got the recipe, never gonna let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. Es ist 2.58 Uhr. Wir haben genau 40 Minuten geschlafen, wenn überhaupt. Und für uns geht's jetzt nach Berlin. Leute, es ist einfach eine 180-Grad-Drehung. Es sieht hier so krass aus. Und vor allem, guck mal, was wir anhaben. Das ist richtig unpassend. Ihr Name ist kein geringer als Melisa Minzer. Und jetzt kommt ihre Show für die Kollektion. Und die heißt In Recovery. Viel Spaß. Ihren Namen kennt sie vielleicht schon. Wenn nicht, wisst ihr auf jeden Fall jetzt alle, wer sie ist. Hier unsere Managerin. Katie, sag mal hallo. Hallo. Und wir gehen jetzt lecker essen. So, wir sind am Alexanderplatz. Dreimal dürft ihr raten, warum. Sarah braucht eine Powerbank. Und die holen wir jetzt im Saturn. Das ist keine Schleichwerbung, okay? Just wanna have fun, clap my hands. Turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands. Spontane Sache. Hört ihr mich? Wir machen uns jetzt Tattoos. Und Piercings, also richtig nice. Schaut mal, hier werden gerade Tattoos gemacht. Sabrina hat erst schon. Jetzt kommen die Piercings. Bist du aufgeregt? Ja. So, wir gehen jetzt zu Rebecca. Das ist die erste Show für heute. Wir hatten heute bisher nur die Lounge, haben wir auch ein paar coole Leute getroffen. Aber jetzt kommt die Show und wir müssen uns eigentlich gerade vorbeeilen. Was aber so schwer ist mit diesen Schuhen, Leute. Es tut so weh, ich rutsche voll raus. So, wir hoffen mal, dass da noch Sitzplätze sind. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna have fun, turn around. I just wanna have fun. Wir sind back in der Lounge. Unsere Schuhe wurden umgezogen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Turn around. I just wanna have fun. Wir sind endlich etwas essen. Wir haben so Hunger. Deswegen gibt es auch erstmal Pitti. Hello Bronxies. Wir waren hier gerade auf der Fashion Show. Die zweite für heute. Und haben uns danach noch was Leckeres zu essen gegönnt in der L'Osteria. Und dann haben sich zwei ganz süße Mädels zu uns dazu gesetzt, die Beauty Cheeks, wer sie kennt, Fiona und Vivi. Wir haben sie vorher kurz angesprochen gehabt bei einer Show und haben gerade zusammen Abend gegessen und uns gut unterhalten. Ja, und jetzt fahren wir gleich los, wir warten auf unser Taxi und dann treffen wir uns mit Kitty Cat. Say hi! What's up? Kitty Cat im Haus, Berlin, Bronx. Yes! Woo! Heute war ein sehr schöner, aber auch ein sehr langer Tag. Wir sind jetzt wieder im Hotel, sind müde und gehen jetzt schlafen und dann sehen wir uns morgen wieder. Okay, ich glaube, wir haben bisher tatsächlich noch gar nicht geredet. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Brandenburger Tor. Ich hoffe, ihr hört mich und nehmen jetzt hier einen TikTok auf und dann geht es zu der Avenir Show, ich bin gerade nicht sicher. Ich weiß nicht, ob Avenir jetzt schon ist, aber wir fangen jetzt in der Show. Und
Und außerdem habt ihr heute schon ganz viel wahrscheinlich gesehen von der Lounge von Reichert Plus. Da gehen wir später auch nochmal hin. Wir trennen uns jetzt von Katie und Melly. Die gehen schon zum Reichert Plus und wir fahren noch schnell ins Hotel, weil wir müssen unsere Schuhe ziehen. Leute, es tut so weh. Ich habe hier alle Goodie Bags. Bis gleich. Mikro. Ja, richtig klasse. Deshalb waren die Flüge deshalb so teuer. Deswegen waren sie echt so. Aber Melly komischer.